Hallo Leute, mein Name ist Satzasee und willkommen zurück zu einem weiteren Tag in Minecraft, wo wir immer noch hier bei unserer Raid Farm sind. Und ich habe das Ganze mal etwas angeschaut und es sieht so aus, als ob die Ravager entkommen, weil sie nicht so orientiert sind, sondern plötzlich so und dann zur Seite rauslaufen können, ohne dass sie Flammen nehmen. Drum habe ich hier links und rechts nochmals einen Kessel mit Lava platziert und an den Ecken volle Blöcke und das sollte auch helfen. Gut, dann wollen wir aber mal schauen. Wie das Ganze funktioniert. Wir haben hier ja unsere Raidbank und das sollte uns doch helfen. So wie es aussieht, hat unser Fix geholfen und dann wollen wir doch rasch schauen, wie unser Emerald-Vorrat aussieht. Nicht schlecht. Es waren weniger als 10 Minuten. Und da haben wir wahrscheinlich allerlei Zeugs drin, was wir gar nicht brauchen. Mehr Totems, als wir hoffentlich je benötigen. Aber frage mich, wieso wir hier anderes Zeug als Redstone drin haben. Fläschchen. Sehr gut. Das scheint zu funktionieren. Dann können wir unsere Aufmerksamkeit ja einem anderen Projekt zuwenden. Derzeit kann ich mit all diesen Villagern traden und wegen dem Hero of the Village geben sie mir sogar Geschenke. Aber wie ihr sehen könnt, einige sind Gold, andere sind Diamond. Und das ist, weil sie nicht die ganze Zeit ihre Trades unlocked haben. Und das passiert üblicherweise, wenn man mit ihnen tradet und sie dann ihre Workstation nicht finden können, obwohl sie genau vor ihrer Nase steht. Und ich denke, das Problem hier ist, dass sie einen halben Block tiefer sind als die Workstation. Und das wollen wir beheben, indem wir unsere rote Box hier mal rausnehmen. Und dann ich euch mal, wie ich mir das gedacht habe. Das ist der Block, auf dem sie stehen. Das ist die Umgebung. Nicht. Und da müssen wir sicherstellen, hier hinten gibt's eine Säule. Oben, der ist höher. Hier ist wieder ein Block. Das heißt, hier dazwischen, das sind zwei volle Blöcke. Aber wenn wir den unten anheben,
Gehen Sie mit dem Kopf da rein. Das heißt, den müssen wir wahrscheinlich entfernen. Und damit Sie uns nicht raushüpfen, machen wir das mal so. Und dann schauen wir mal, was sich da machen lässt. Einmal powern, bringt den Block 1 nach oben. Und dann kann ich hier unten einen reinmachen, den brechen und dann kommen Sie einen Block von oben runter und dann sind Sie auf der gleichen Ebene und wir können dann hier oben wieder zumachen, beziehungsweise da brauchen wir irgendeine Lichtquelle und mit dem Setup hat das ganz gut funktioniert, weil das war ein Top-Slab. Da konnten wir was draufstellen. Aber danach wäre es ja ein Bottom-Slab. Darum denke ich, vielleicht brauchen wir da einen anderen Block als Lichtquelle. Vielleicht Glowstone könnte funktionieren. Froglight wäre auch schön. Aber ich denke, das funktioniert nicht ganz mit dem Setup vom Kolosseum. Gut, ich probiere das mal aus mit einem Villager, um zu schauen, ob die Theorie hier in der Praxis funktioniert. Und dann werden wir sehen. Das geplante Setup funktioniert, wie ihr sehen könnt. Hier haben wir den ersten Villager, der hier oben steht. Was ich aber noch nicht bedacht habe, ist, dass wenn ich diesen Block hier entferne, dann kann er einfach rauslaufen. Was ich machen kann, ist hier ein Trapdoor platzieren. Und dieses dann nach hinten schieben. So. Das Ganze auf der anderen Seite auch noch. Trapdoor. Kissen. Bumm. Und dann sollten wir einen glücklichen Villager haben. Und ich muss das für alle anderen auch noch machen. Eine andere Möglichkeit wäre hier wahrscheinlich auch, sie in ein Glasspane reinzuschieben. Aber ich denke, das funktioniert hier ganz gut, ohne dass wir dem Villager Kopfschmerzen zufügen müssen. Also ich denke, ich habe da etwas Arbeit vor mir, all die Villager richtig zu positionieren. Beide Layer sind nun fertig und mit etwas Übung geht es auch etwas rascher. Denn ich habe herausgefunden, ich muss ja eigentlich gar nicht die Holzplanken links und rechts platzieren. Ich kann eigentlich gleich die Falltüren ranmachen und dann muss ich sie nicht mit einem Kolben an den richtigen Platz schieben. Und nur drei Villager haben es nicht überlebt.
Ich glaube, der dann am meisten Arbeit macht, ist dieser Stonemason da hinten. Der hatte, glaube ich, graues Terrakotta. Graues und gelbes Terrakotta habe ich mir notiert. Aber dieser Grind ist nun auch zu Ende. Und das heißt, auch diese Folge findet ihr Ende. Ich hoffe, ihr habt euch was davon abgeschnitten, was dabei gelernt, dass ihr nicht die gleichen Fehler macht wie ich. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann und tschüss.